So, herzlich willkommen mal wieder zum D3Con-Podcast, der erste im neuen Jahr, der erste in unserem neuen Studio. Also diejenigen, die uns nur hören, sollten keinen Unterschied merken, aber die uns sehen, dass wir nicht nur einen fantastischen weiblichen Gast heute da haben, sondern auch einen neuen Ausblick hinter den beiden Gästen. Wir schauen auf den Michel, keine Ahnung, ob man das auf dem Foto noch, Quatsch, nicht auf den Michel, wir gucken auf die Elbphilharmonie, der Michel ist auch hier, aber so ein bisschen in die Ecke, sieht man gerade nicht. Also, herzlich willkommen im neuen D3Con Podcast Studio und außerdem natürlich, jetzt haben wir lange rumgequatscht, ohne dem Gast Hallo zu sagen, herzlich willkommen Anna Petruschkina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Thomas, danke für die Einladung. Cool. Ich bin sehr gespannt, was wir heute von dir lernen werden. Ich glaube, du bringst ein paar Themen mit, die wir so noch nicht im D3Con-Podcast hatten, die aber wichtig und spannend sind. Und zwar machst du gerade die Ally Academy, eine sozusagen Programmatic-Hochschule, kann man vielleicht so nennen. Wir diskutieren gleich nochmal ein bisschen mehr darüber. Ja, du bildest junge Leute aus, die ins Thema Programmatic rein wollen. Ich glaube, das ist wichtig und sinnvoll. Darüber werden wir gleich einiges von dir erfahren, wie das funktioniert und was auch die Studenten, die es auch noch nicht dabei sind, das fängt gerade erst an, ne, die Ally Academy. Ja. Wir werden von dir auch erfahren, was Studenten über die Digital-Marketing-Branche, insbesondere Programmatic, denken und wie man das vielleicht noch mal ein bisschen anders steuern und besser machen könnte. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber zuerst mal fangen wir an und würden gerne ein bisschen dich als Person kennenlernen. Wie kommt man auf so eine Idee, eine spezielle Schule fürs Thema Programmatic zu gründen? Wie bist du da reingeraten? Wie bist du in die Digital-Marketing-Branche überhaupt gekommen? Ja, sehr gerne. Also kurz zu mir. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin in Georgien geboren, in Russland aufgewachsen, in Deutschland studiert und meine ersten Jobs waren auch in Deutschland. Das heißt, ich habe wirklich eine erfolgreiche Migrationsgeschichte hinter mir, cool. Seit 14 Jahren in Deutschland. Und ich habe angefangen bei Hotel.de, das ist ein Online-Hotelreservierungsportal. Mhm. Und nach 2 Jahren bin ich nach München, ich wollte nach München ziehen und habe mich einfach bei Yahoo beworben, auf die Stelle als Targeting Inventory Specialist. Und wann war das ungefähr? Das war 2010. Und kurz vor dem Bewerbungsgespräch musste ich erstmal nachgoogeln, was ist eigentlich Targeting, was ist Pixel, was ist Daten überhaupt im Internet. Und gut, dass ich das gemacht habe, das hat mein damaliger Chef abgefragt, aber ich wusste das eben schon. Und nach einer Stunde hat er mir gesagt, gut, dann wir passen zusammen, wir haben gute Atmosphäre und du kriegst einen Vertrag. Also so war das sehr unkompliziert und eigentlich unerwartet für mich der Einstieg in diese Branche. Und ich war insgesamt 8 Jahre lang bei Yahoo. Oder später Oath, Verizon Media, sie haben sich ja gewandelt im Laufe der Zeit. Ist dann so ein bisschen gemerged und verkauft und umbenannt worden ein paar Mal. Genau. Aber heute heißt es immer noch Verizon Media, richtig? Sie heißen Verizon Media seit dem letzten Jahr, ja, genau, seit einem Jahr ungefähr. Und ich habe verschiedene Stationen dort gemacht. Ich habe angefangen als Daten- und Targeting-Spezialistin. Das waren noch die goldenen Zeiten, wo man alle möglichen Daten im Internet kriegen konnte. Kraftfahrzeug, Bundesamt-Daten habe ich angeboten bekommen. Einwohnermeldeamt-Daten wurden verkauft. Also wirklich viele verschiedene Sachen. Auch Nugget war damals sehr groß, haben wir viel gemacht. Und ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, wirklich von den Basics. Was sind die Daten? Wie werden sie übertragen? Was ist ein Beacon? Was ist ein Pixel? Was ist JavaScript-Tag und so weiter? Ich saß am Anfang wirklich in so einer dunklen Ecke bei Yahoo mit 3 Techies. Und das war das Größte, dass wir über diese Themen gesprochen haben. Und überhaupt, das war so der Anfang für mich. Ich habe von den Basics angefangen. Das war der Einstieg. Ungewöhnlich für jemanden, der jetzt also so eine Hochschulkarriere einschlägt, dass er auch wirklich was von dem Thema versteht. Ne? Du hast das ja sehr Learning by Doing dann tatsächlich alles selber gemacht und verstanden, wie das funktioniert, wo Daten herkommen, was man damit macht, wer die wofür benutzt und wie das ganze Ökosystem funktioniert. Ne? Genau, das war wirklich gut, dass ich das auch händisch gelernt habe. Ich habe die JavaScript-Tags eingebaut, ich habe versucht zu coden mit Hilfe von meinem damaligen Chef, Carol Stockinger, der jetzt bei Criteo ist. Und ich habe unheimlich viel gelernt und ich habe auch diesen Mehrwert verstanden, dass man mit den Basics anfangen muss, um dann später auf auch das Wissen aufzubauen. Und so ging es bei mir weiter von Daten-Targeting Richtung Programmatic.
Yahoo hat ja 2007 Right Media Exchange gekauft. Mhm. Die wurde ja mitgegründet von Brian O'Kelly, der später auch AppNexus gegründet hat. Und Yahoo hat von Anfang an versucht, diesen Programmatic-Ansatz in den deutschen Markt reinzubringen. Mhm. Die sind ja sehr US-centric und sehr US-getrieben natürlich. Und das war einfach viel zu früh für Deutschland damals. Mhm. Also 2007, auch selbst 2010, 11, 12, das waren noch die Zeiten, wo das noch nicht so angekommen war. Das war unser Gefühl. Das würde mich aus historischen Gründen interessieren. Die D3Con ist ja in einer ähnlichen Zeit entstanden. Richtig, und ich erinnere mich auch noch an so ein paar Gespräche. Und gerade du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wirklich mit den Werbekunden zu tun gehabt, genau, ne? Die auch aus unserer Perspektive, als wir damals 2011 die D3Con gestartet haben, gab es auch ganz wenige Advertiser, die da waren, weil die das auch irgendwie entweder nicht verstanden oder für Teufelszeug gehalten oder beides haben. Ne? Ja, also was war so damals von deinen Kunden das Feedback? Wie kam das da so an? Das war sehr kompliziert. Also, was heißt kompliziert? Sie haben das manchmal nicht verstanden oder sie haben gesagt, wir haben nicht mal die Manpower, das abzubilden. Und wir haben versucht, das als Self-Service schon zu verkaufen. Mhm. Das heißt, wir hatten Managed Service, wir konnten Kampagnen annehmen, die wir selber ausliefern. Wir wollten aber sie zum Self-Service bringen, dass sie selber die Kampagnen ausliefern. Und das war unheimlich schwierig. Mhm. Aber das war spannende Zeit für mich und für mein Team später zu sehen, wie der Markt sich formt, wie die Agenturen diese Teams formen. Und von 2, 3 Leuten sind sie explodiert wirklich auf 20, 30. Und dann hatten wir immer noch das Feedback von den Agenturen. Ja, wir sind so unterbesetzt, das können wir gar nicht abbilden. Mhm. Und warum läuft die Kampagne nicht? Ja, keine Ahnung, ich habe keine Zeit reinzuschauen. Mhm. Ich bin froh, wenn ich sie aufgesetzt habe und auf den Knopf gedrückt habe. Und da haben wir auch gesehen, wie schwierig sich die Kunden tun, die neue Leute zu finden und die auszubilden. Und wie lange so eine Ausbildung dauert. Mhm. Und ja, wie gesagt, das war so Programmatic Sales. Ich habe dann später das Team aufgebaut. Wir hatten in verschiedenen Zeiten bis zu 6 Leute, glaube ich, waren wir insgesamt. Mhm. Dann kam DSP Sales noch dazu. Yahoo hatte eigene DSP noch gehabt. Und irgendwann wurde ja Yahoo verkauft an Verizon. Wir wurden umbenannt in Oath, gemerged auch mit AOL-Team, die Microsoft Inventar verkauft haben. Das waren auch sehr turbulente und spannende Zeiten. Das waren verschiedene Unternehmenskulturen, die zusammengekommen sind, verschiedene Menschen. Und das war sehr spannend, sich da reinzufinden und auch ich als Managerin, mein Team da durchzunavigieren durch diese Zeiten. Und du hast während der ganzen Zeit immer auch schon, hast du gerade ja schon angedeutet, gemerkt, dass du auf der Kundenseite zu wenig Know-how hast, ne? Dass die Kunden zumindest am Anfang gesagt haben, wir wissen gar nicht, was wir da machen sollen und Self-Service sind wir komplett überfordert mit. Das müsste ja eigentlich über die letzten Jahre, du hast gesagt, du warst jetzt da 8 Jahre in dem Job, ne? Müsste ja eigentlich besser geworden sein. Da ist ja schon Know-how aufgebaut worden und da sind schon jetzt mittlerweile bestimmt irgendwie ein paar tausend Menschen in Deutschland, die dieses Thema verstehen. Ne? Die kommen ja auch zu D3Con, das ist ja, ein paar tausend muss es ja geben. Ja, einige von denen kennen wir persönlich, viele vielleicht sogar. Es sind ja schon eine Menge Leute jetzt, die das über die letzten Jahre ähnlich wie du dann auch Learning by Doing gelernt haben. Ist das denn besser geworden oder siehst du eigentlich zuletzt auch immer noch, du bist jetzt seit ein paar Monaten, glaube ich, raus aus dem Job, ne? Oder hast du zuletzt immer noch gesehen, dass das ein Problem ist, dass Kunden zu wenig schlaue Leute haben, die da die Kampagnen steuern und bedienen? Ist das immer noch so ein Problem? Das war bis zuletzt von meiner Zeit tatsächlich Feedback von den Kunden, Agenturen, Direktkunden, die gesagt haben, uns fehlt diese Manpower. Sowohl Agenturen als auch Direktkunden? Ja, okay. Ja, das war das, was ich mitbekommen habe und gesehen habe. Okay. Und das war wirklich das Feedback durch die ganze Branche, durch die Bank. Mhm. Und nach 8 Jahren habe ich irgendwann gespürt, dass es die Zeit ist, zu gehen. Mhm. Das war super spannend. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, viel gelernt. Und dann hatte ich eben das Gespräch mit meinem Manager, Simon Halstead, den kennst du ja auch. Mhm. Er ist Gast bei dir, bei der D3Con. Und ich bin ihm wirklich dankbar, er hat mich durch diese Abschiedsphase durchnavigiert, mir auch sehr viel geholfen, wie geht man damit um und wie kommuniziert man dann auch mit dem Team und mit der Firma, weil wir waren alle sehr eng gewachsen, auch von Yahoo-Zeit und 8 Jahre ist schon eine lange, lange Zeit.
Und genau, letztes Jahr im Januar war ich dann, habe ich mich von meinen Ex-Kollegen verabschiedet und bin nach Hamburg gekommen. Und in Hamburg habe ich erstmal ein paar Projekte als Selbstständige gemacht. Mhm. Und ich hatte auch, da sind wir auch mit Ina zusammengekommen, mit Ina Krog, die mhm. ist die Mitgründerin oder die Gründerin von LA Academy, meine Geschäftspartnerin. Mhm. Und zwar uns hat Steffen Hopf zusammengebracht, mhm. Der Ex-Geschäftsführer von Yahoo. Mhm. Er wusste, dass ich aus dem Job rausgehe und hat gesagt, Anna, du musst mit Ina sprechen. Sie hat eine ganz tolle Idee mhm. und du wirst dich da wiederfinden. Und die Idee kam eigentlich von Ina. Sie war lange Zeit bei der GroupM und da hat sie auch das sehr miterlebt natürlich, wie schwierig das war, die Leute zu finden, sie mhm. einzulernen und dass sie wirklich die Kampagnen übernehmen und auch wissen, sich zurecht in unserem Programmatic-Wahnsinn mhm. finden. Und genau, die Idee war, ursprüngliche Idee war, eine Online-Akademie zu starten, mhm. weil wir sind ja alle digital und Online-Kurse und das skaliert ja auch und mhm. das kann man sehr schnell und gut aufbauen. Also rein als E-Learning. Genau, als mhm. E-Learning-Programm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir testen die Idee mal. Mhm. Das heißt, wir hatten eine Testzielgruppe oder Gruppe zusammengestellt, haben ihnen Online-Videos gezeigt auf Englisch und haben sehr gefragt, ob das verständlich ist, ob sie damit was anfangen können, ob sie sich das vorstellen können. Und das Feedback war nein. Okay. Das war ganz eindeutig. Als Online-Learning wird es nicht funktionieren. Warum nicht? Hast du eine Idee, woran das liegt? Ja, wir hatten ganz viel mit den Teilnehmern gesprochen. Sie haben gesagt, das Thema ist zu komplex mhm. und das ist viel zu unübersichtlich. Man muss wirklich an das Whiteboard gehen und den Leuten das aufzeigen und aufzeichnen und diese Zusammenhänge auch zeigen. Wie viel Vorwissen hatten die, mit denen ihr da getestet habt? Waren das irgendwie immerhin Marketingstudenten oder? Nee, die waren schon im Job mhm. Von den Mediaagenturen, von Kreativagenturen. Okay. Manche hatten schon die Erfahrungen mit Programmatic, aber selbst die haben gesagt, es ist schwierig, okay. so das Thema über Online zu lernen. Mhm. Und vor allem, was ihnen gefehlt hat, Theorie ist gut, aber der praktische Bezug, der muss im Vordergrund stehen. Okay. Und daraus ist die Idee entstanden, eben, dass wir gesagt haben, wir werfen das komplett um, mhm. das gesamte Konzept. Und das wird ein Kurs in Hamburg sein, mhm. Wo wir einen Monat lang Theorie lehren und mhm. 2 Monate lang Praxis. Okay. Und zwar Theorie so aufgeteilt, dass wir direkt zu unseren Ausbildungspartnern gehen. Also sprich, wir unterrichten nicht selber, sondern wir haben Firmenpartner, die uns unterstützen und zu gewissen Themen sprechen. Okay. Wer sind das zum Beispiel? Also das ist Trade Desk, die haben uns von Tag 1 unterstützt. Lukas hat da ganz groß, war unser großer Supporter. Mhm. Die Firmen wie Yield Lab ist auch dabei. Mhm. Meine Ex-Kollegen von Verizon sind dabei. Xander spricht auch Facebook. Tino hat auch sofort gesagt, ja, mhm. machen wir. Und das waren meistens die Gespräche auf der Dimexco auch, die wir geführt haben, mhm. wo wir gesagt haben, wir müssen das Gefühl bekommen, ob die Branche uns unterstützt. Mhm. Und das war so eine große Bestätigung für uns, weil alle gesagt haben, ja, das ist sinnvoll und das ist genau das, was wir brauchen. Mhm. Weil wir sehen, dass auf dem Markt, es fehlen Leute mit dem Wissen, mhm. mit dem grundsätzlichen Wissen, also wirklich mit den Basics, aber auch mit der Praxiserfahrung. Da besteht ja so ein bisschen die Gefahr, dass die Leute dann von Trade Desk und so und wie heißt jetzt AppNexus nochmal? Xander. Ja, sorry, ich müsste es eigentlich wissen, die sind auch Freunde des Hauses, aber AppNexus hat sich so eingebrannt, dass die jeweils natürlich schon gern ihre Tools zeigen und den Leuten beibringen, wie man damit arbeitet, mit das deren Plattformen auch, auf der Oberfläche. Ne? Das sollen sie auch, und zwar in dem praktischen Teil. Da mhm. haben wir 4 DSP-Partner mhm. und zwar jeder Partner hat 12 Stunden Zeit, um mhm. den Studenten das beizubringen. Mhm. Und es geht wirklich darum, selber das zu testen. Wir hatten da auch einen Testlauf gehabt und die Studenten oder die Zielgruppe, die Testgruppe hat gesagt, wir müssen das selber machen. Mhm. Wenn ich selber nicht auf den Knopf drücke, dann verstehe ich das nicht. Ja. Du kannst noch so schön umschreiben, wie du eine Kampagne optimierst. Mhm. Wenn du es selber nicht gemacht hast, du wirst es nicht verstehen. Ja. Und da haben wir Trade Desk, wir haben AdForm, Active Agent ist dabei. Und wir haben Plattform 161 mhm. mit Christopher Rehr.
Cool. Ja. Klar, also ich hatte jetzt spontan drüber nachgedacht, theoretisch wäre es natürlich auch schön, irgendeine non-branded Plattform zu haben, auf der ich das lerne, was dann irgendwie auf allen Plattformen nachher ähnlich funktioniert. Aber es gibt's ja nicht. Ja, ich muss ja eine Fahrschule irgendwie auch auf einem Golf oder auf einem Opel Astra machen. Ja. Aber es gibt ja kein non-branded Auto. Ja, also es lässt sich wahrscheinlich verhindern, dass man halt ein paar von diesen großen Playern irgendwie auswählen und deren Plattform nutzen und zeigen und den Leuten erklären muss. Ja, und die sind auch ziemlich verschieden, so dass man, glaube ich, besseren Eindruck bekommt, wenn man vier Partner gesehen hat und damit auch schon gearbeitet hat. Ja. Dann hat man auch besseren Überblick über gesamte DSPs. Ja. Das macht ist Sinn. Die Idee. Wo kommen die Teilnehmer? Wie nennt ihr die? Schüler, Studenten? Studenten, ja, genau. Wo kommen die her? Unterschiedlich. Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Privatkunden und Geschäftskunden. Mhm. Und Privatkunden oder Studenten sind für uns die Neuanfänger in der Branche oder Quereinsteiger. Das können Studenten oder Absolventen von der Uni sein. Das können die Quereinsteiger sein, die aus einem anderen Land kommen, mit verschiedenen Backgrounds sind. Mhm. Und die dann selber einfach direkt eine Art Mitgliedsbeitrag dafür bezahlen, dass sie damit machen dürfen. Genau, die zahlen 1.500 Euro für insgesamt? Die Ausbildung, für gesamt 3 Monate, unter der Prämisse, dass wir sie danach in den Job vermitteln. Das heißt, wir agieren. Da helft ihr auch mit. Richtig. Wir agieren als Ausbildungsinstitut oder Weiterbildungsinstitut und auch Personalvermittlung. Dann. Okay. Das ist die Idee dahinter. Sonst könnten wir die Gebühren nicht so niedrig halten. Mhm. Und unsere Idee ist auch, neue Leute in die Branche reinzubringen und die Branche ein bisschen aufzumischen, dass es nicht mehr so ein Klassentreffen ist auf der Dreikon, sondern dass man hingeht und sagt, wow, das sind tausende neue Gesichter plötzlich und die möchte ich kennenlernen. Gar nicht so den Eindruck, dass es irgendwie, ich finde, es gibt schon auch so viele Leute, die jedes Jahr nachkommen. Mhm. Die Branche wächst ja auch und die Agenturen stellen, glaube ich, in der Vergangenheit haben die auch schon viel oder auch alle anderen haben schon auch irgendwie viele junge Leute eingestellt und irgendwie on the job ausgebildet. Ja, aber man hört schon auch, ich glaube, deswegen lauft ihr ja auch offene Türen ein bei allen, mit denen ihr sprecht, so, oder vielleicht nicht ganz bei allen, aber bei vielen, ne? Weil die auch merken, dass es für eine Agentur auch aufwendig ist, irgendwie on the job auszubilden und von der Qualität am Ende auch nicht so mega gut. Und dann werden die Leute dann auch schnell wieder abgeworben. Also das ist schon, soweit ich es mitkriege, ist keiner auch so richtig zufrieden mit dem, wie es bisher gelaufen ist. Und deswegen ist, glaube ich, viel, viel Bedarf und Offenheit für das Thema da, was ihr jetzt versucht zu starten, ne? Ja, und das müssen ja nicht nur Agenturen sein. Also das ist relevant für unser gesamtes Tech-Business, finde ich. Wir bilden natürlich auch den DSPs aus, aber die Person kann genauso für eine DMP arbeiten danach, für eine SSP und ja, für alle möglichen Marktteilnehmer. Also das müssen nicht nur Agenturen oder Direktkunden sein, wobei das natürlich sehr naheliegend ist. Mhm. Und zurück zu deiner Frage zu den Studenten, da sind auch die Firmenkunden. Mhm. Da ist der Preis höher für die Ausbildung. Wir vermitteln sie natürlich auch nicht danach. Mhm. Die haben einen festen Job und der liegt bei 6.900 Euro. Und das sind dann eher Werbetreibende direkt oder sind das auch Agenturen? Das können alle Marktteilnehmer sein. Okay. Also wirklich alle möglichen. Und ihr seid aktuell, wenn ich richtig verstanden habe, ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht verraten, ihr startet mit dem ersten Studiengang sozusagen, wie nennt man das, ein halbes Semester? Studiengang, ja, ein Semester wahrscheinlich ist das. Ihr nennt es Semester, obwohl es eigentlich nur ein halbes ist, ne? Ist das ein, stimmt, das ist ein halbes. Ja, für uns ist es ein Semester. Ja, okay, man kann das von mir aus gerne so nennen. Ja, das sind 3 Monate startet im April. Im April, genau. Ja, und da überschneiden wir uns übrigens, das habe ich auch nochmal gesehen. Wir fangen nicht am 1. April an, oder? Wir fangen am 1. April an. Dann müsst ihr direkt eine Exkursion zur D3 kommen machen. Cool, ja, das wäre doch ein schöner Auftakt. Da lass uns nochmal bei Gelegenheit drüber reden, wie wir das hinkriegen. Ja, stimmt. Okay, also der erste Batch sozusagen startet dann jetzt im April. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt noch in den Vorbereitungsphasen und sucht noch die letzten Studenten. Ihr sucht noch wahrscheinlich Unternehmen, die das Ganze supporten und ein paar Mitarbeiter dahin schicken und wahrscheinlich... Ja. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, sind auch so Dozenten. Ich habe dich verstanden, dass du einmal hast du von den ganzen Anbietern, Trade Desk, Sender und so, die werden wahrscheinlich dann Leute schicken, die ihre jeweiligen Plattformen erklären. Aber habt ihr auch noch sozusagen Neutrale, die nicht von den Unternehmen kommen? Oder was habt ihr sonst noch für Dozenten im Angebot sozusagen? Du meinst Neutrale, die Selbstständige oder... Ja, jemand, der zumindest nicht von einem dieser Anbieter kommt, ne? Oder läuft... Naja, das sind
Von den Tech-Providern meinst du? Wir haben, lass mich überlegen, also wir haben Werbetreibende, wir haben Agentur auch dabei, MediaIQ, bin ich sehr froh drüber. Also das ist wirklich ein Mix. Das ist nicht so, dass nur die Tech-Provider sich vorstellen dürfen. Also auch ein Advertiser, der erzählt, wie er das steuert und wie er es für sein Business einsetzt, das wir versuchen das macht ja auch nochmal Sinn, auch Publisher und wir versuchen einen gesunden Mix da zu finden. Und wir briefen alle unsere Speaker ein, dass sie keine Marketingveranstaltung daraus machen sollen. Es geht wirklich um die Inhalte. Und die stehen im Vordergrund. Und da werden wir sehr strikt vorgehen. Ich sehe schon, du lächelst. Das kann doch lustig werden. Ja, das haben wir auch schon seit Jahren immer wieder mal ausprobiert. Das ist immer witzig. Die Leute versprechen einem natürlich viel. Aber wenn sie dann erstmal auf der Bühne stehen, dann sieht es vielleicht manchmal auch wieder anders aus. Naja, sie müssen uns die Inhalte vorher zuschicken. Okay. Wir reviewen sie, schicken sie zurück und da sprechen wir auch mit denen dazu. Okay. Also das wird wirklich eine Einmal-eins-Bühne sein diesmal, dass man nicht so viel Tanzraum hat, in Anführungsstrichen, sondern sie haben auch festen Rahmen. Und es geht auch um die Inhalte, weil wenn die Studenten die Inhalte nicht lernen, können sie auf den DSPs später nicht arbeiten. Ja. Das heißt, es ist ihnen egal, wie, Xander von innen aussieht, was da für die Vorteile gibt, wenn sie die Basics zu AdCall und Pixel und JavaScript-Tag nicht lernen. Das ist so ein ganz anderer Fokus eigentlich. Was ist euer Plan? Wie groß wird jetzt das erste Semester? Sind das irgendwie ein paar Dutzend, ein paar Hundert, ein paar Tausend Studenten? Also wir können, wir starten erstmal klein mit den 10 Studenten pro Semester und wir müssen gucken, wie wir das eskalieren. In Zukunft sind wir auch, denken wir über andere Städte nach, also Düsseldorf, Köln würde sich anbieten. Oder auch wir sprechen mit österreichischen Partnern. Schweiz steht auch auf dem Plan. Also da schauen wir, wie wir auch expandieren können. Okay. Was hast du schon für Erfahrungen gemacht? Ich habe, glaube ich, im Vorgespräch gehört, dass du auch schon selber mal so als Gastdozentin an irgendwelchen Unis unterwegs warst und so ein bisschen ausprobiert hast, wie die Leute so reagieren aufs Thema Programmatik. Das sind vermutlich dann irgendwie auch so Marketing-Studiengänge gewesen, oder? Genau. Wissen die überhaupt, was Programmatik ist? Haben die das mittlerweile gelernt? Das sind die wenigsten, die das wissen tatsächlich. Okay. Und mein Vortrag ist eben über Programmatic Advertising, was das ist und wie der Markt, die Teilnehmer aussehen und so weiter. Und ich versuche, das so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Da sind ganz viele bunte Bilder, da sind Videos dabei. Wir machen der Abfragen kleinere Tests, damit sie mir nicht einschlafen während des Vortrags. Und ich versuche auch von den Studenten Input zu bekommen, wie sehen sie das? Und das ist ganz spannend. Ich stelle immer eine Frage, und zwar, was ist für euch das Wichtigste bei der Jobwahl? Worauf kommt es denn an? Bei der Jobwahl? Ja, und da sind 4 Antworten, die ich Ihnen gebe. Das ist einmal Geld, was Gutes tun, Spaß haben oder Karriere? Das war das Letzte? Karriere. Karriere, okay. Was meinst du, was Sie antworten? Ja, es ist wahrscheinlich so ein Fall von, wie geheim man das macht. Ne? Wenn man so mit Hände heben, dann sagen die Leute alle irgendwie Spaß haben. Nee, sie müssen online. Wir haben wirklich so eine Online-Umfrage und dann sie antworten. Und ich sehe zwar die Namen, oder nee, die Namen sehe ich nicht mal. Also sie können da frei wählen, tatsächlich. Ich glaube, da sind Geld und Karriere weit vorne. Also die Antwort, die weit vorne ist, ist wird so 98% so geantwortet. Und Geld und Karriere ist es nicht. Was könnte das noch sein? Von diesen 4? Okay, das ist 98%, das ist krass. Was sind das für Studenten? Was waren die anderen beiden Optionen noch? Spaß haben und? Was Gutes tun. Dann ist es Spaß haben. Ja. Okay. Und zwar eindeutig. Okay, das ist interessant. Das ist Spaß haben und für sie ist Programmatic. Eine Studentin hat zu mir gesagt, sie möchte nicht in diesem Bereich arbeiten. Ich frage auch, könnt ihr euch vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten? Eine sagte nein, weil das für sie zu operativ klingt und sie möchte lieber was Strategisches machen. Ja, das kann ja passieren. Das Problem ist, wenn du die Basics nicht kennst und nicht kannst, kannst du auch kaum die Strategien schreiben, vor allem im Programmatic-Bereich. Und das versuche ich ihnen auch so beizubringen. Und sie sehen das als
so schwarzes Loch irgendwie. Mhm. Sie sagen, das ist zu technisch, das ist zu unübersichtlich. Mhm. Sie wüssten nicht, wo sie anfangen sollen, das zu lernen und warum auch. Mhm. Weil so gesehen, das ist Arbeit und nicht unbedingt Spaß. Mhm. Und das ist für mich auch ganz andere Mentalität und ganz anderes Wertsystem tatsächlich, was da zum Vorschein kommt. Ich bin ganz anders aufgewachsen. Ja. Also bei mir ist es ein paar Jahre her, dass ich irgendwie mit Marketingstudenten darüber gesprochen habe, was jetzt irgendwie sympathisch ist und was nicht. Aber ich erinnere mich noch daran, dass da eher, wenn man denen erklärt hat, es war auch damals noch so, dass die meisten nicht wussten, was ich mit Programmatic meine und was man ihnen erklären musste, ne? Irgendwie personalisiert und Banner und dein Profil und irgendwie mit Daten und so, dass dann spontan die Leute erstmal irgendwie negativ waren, gar nicht aus den Gründen, die du gerade so beschrieben hast, sondern eher so, dass selbst Marketingstudenten, die eigentlich schon ein bisschen Gefühl und Verständnis dafür entwickelt haben sollten, wozu das auch gut ist. Mhm. Laien sind ja eh anti sowas, aber selbst Marketingstudenten, die es noch nicht so ganz verstanden haben, sind halt irgendwie, oh, alles böse und irgendwie böser Datenschutz und wahrscheinlich klauen die auch noch meine Kreditkartendaten, ne? Die Schweine, und lieber nicht machen. Und dann denken die auch immer noch, die wollen lieber einen schönen TV-Spot machen oder so. Also da finde ich, ist auch an der Stelle noch viel Nachholbedarf, weil die Diskussion, warum ist Programmatic jetzt eigentlich auch gut, die ist ja nun schon oft geführt worden, aber doch auch in der normalen Welt da draußen auf der Straße nicht angekommen, dass irgendwie, dass es auch eine Menge, nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch für den persönlichen, für den einzelnen Menschen ja eine Menge Vorteile hat, dass Werbung nicht einfach nur sinnlos ist. Ne? Aber die Diskussion wird man wahrscheinlich noch 10 Jahre lang führen können, die kommt kaum in der normalen Gesellschaft an, oder? Genau, das Feedback hatte ich auch, dass die Studenten meinten, ja, das ist alles unglaublich, was da passiert und die Daten und Datenschutzgesetze gibt es zwar, aber gefühlt fühlt man sich nicht geschützt durch diese Daten und sie haben mir gesagt, sie sind anti diese großen amerikanischen Firmen wie Facebook und Google, sie finden das nicht gut. Ja. Wenn ich aber frage, ja, nutzt ihr denn Instagram? Gehen alle Hände hoch. Genau, hätte ich auch gerade gewettet. Nutzt ihr denn WhatsApp? Ja, genau so. Und das ist, und dann sage ich, okay, dann ist es kontrovers für mich und das ist nicht konsequent. Mhm. Entweder bist du dafür oder dagegen. Und ich glaube, wenn sie darüber mehr wissen würden, würden sie auch ihre Haltung ändern oder ihr Verhalten auch ändern. Ja. Aber ich glaube, das wird auch die Aufgabe für unsere gesamte Branche sein, wenn wir neue Talente reinholen wollen, dass wir diese Aufklärungsarbeit machen und leisten. Ist sicherlich gerade aus dieser Recruiting und ihr sucht neue Studentenperspektive nicht hilfreich, dass das Thema, wenn man denn verstanden hat, worum es da geht, nicht so wahnsinnig attraktiv aussieht, ne? Weil viele Leute denken, wenn ich das meinen Freunden erzähle, dass ich da jetzt irgendwie personalisierte Banner durchs Internet schicke, dann gucken die mich schief an, ne? Also es gibt sexiere Jobs wahrscheinlich für Leute, die ganz von außen drauf gucken oder als Marketingstudenten oder so. Ja. Und der Punkt ist, um bei uns als Student aufgenommen zu werden, wir führen ja die Interviews durch, wir nehmen auch nicht jeden, wir müssen sie dann auch vermitteln und sie müssen sich bewerben jetzt. Sie müssen sich bewerben und wenn sie von Anfang an nicht motiviert sind, sie müssen ja auch Geld dafür zahlen. Das war auch für uns die Überlegung, wie viel muss das kosten und was muss das kosten. Mhm. Und was nichts kostet, ist ja auch nichts wert. Klar. Und da bin ich selber nicht von den Studenten überzeugt, die mir sagen, hauptsächlich, ich habe Spaß in meinem Job. Mhm. Das ist dann schwierige Einstellung für mich als Arbeitgeber in dem Sinne, dass ich sage, okay, aber du müsstest auch mal arbeiten. Mhm. Und es gibt Jobs, die vielleicht auch keinen Spaß machen im Programmatic-Bereich. Mhm. Es gibt aber Bereiche, die durchaus Spaß machen. Mhm. Das geht ja auch darum, die Balance zu finden. Mhm. Ich hatte eine witzige Situation mit einem Kollegen, Ex-Kollegen, der war Anfang 20 und ich habe ihn gebeten, die Whitelist durchzugehen für unsere SSP. Da sind tausende Seiten und das ist kein schöner Job, natürlich. Und er hat mir gesagt, Anna, weißt du was? Ich mache das nicht, weil mich bringt das in meiner Karriere nicht weiter. Okay, das ist auch meine Ansage von einem Anfang 20-Jährigen. Und da stand ich erstmal da und dachte mir, okay, wo fangen wir jetzt an? Okay. Und da, finde ich, muss man auch argumentieren und erklären, guck mal, du willst ja deinen Kunden glücklich machen. Du willst ja weiterkommen in deiner Karriere. Wenn du deinem Kunden jetzt so eine ungeprüfte Liste schickst,
Was kann da passieren? Wie färbt das auf dich ab? Was passiert mit deiner Karriere? Vielleicht kommst du gar nicht zu deiner Karriere, wenn es schief läuft und so weiter. Aber das sind die Diskussionen, die wir führen müssen tatsächlich. Ja. Interessante Herausforderung hast du dir da gesucht. Sinnvoll für die ganze Branche, aber auch nicht das Einfachste, was man so machen kann. Nee, das ist nicht das Einfachste. Das Einfachste wäre gewesen, natürlich die Schulungen anzubieten, weil wir sehen den Bedarf auf dem Markt. B2B-Business, da musst du keinen überzeugen, dass sie Programmatic Knowledge brauchen. Ja, außer, dass sie dann am Ende auch noch dafür bezahlen müssen. Das ist auch nicht, geht auch nicht ganz von alleine. Das stimmt. Aber der Bedarf ist klar. Der Bedarf ist da und wir sprechen auch mit den Firmen in die Richtung, dass wir für manche vielleicht teilweise Onboarding-Prozess übernehmen, aber das werden dann separate Schulungen sein. Oder für manche dann Sales-Trainings, also die Trainings für die Sales-Teams anbieten. Das ist auch eine Option. Und insgesamt, wir sagen, wir sind ein Startup und wir dürfen uns diese Lernphase und diese Fehler erlauben eigentlich. Und wir haben noch nicht mal angefangen und sind schon die Fehler unterlaufen und passiert. Und das gehört dazu. Klar. Wir haben versucht, unsere Webseite zu launchen und zwar pünktlich zu Dimexco. Und wir laufen auf der Dimexco rum. Wir haben sie selber konzipiert. Webdesignerin hat das umgesetzt. Und die ruft uns an, die Webdesignerin, und sagt, ja, ihr habt falschen Tarif ausgesucht. Ihr habt keinen Platz da für die Webseite. Oh nein. Während ihr auf der Dimexco wart. Genau. Okay. Und da konnten wir erstmal nichts machen. Und dann ist es eben nicht passiert. Okay. Aber zum Guten, weil die Webseite so war einfach nicht gut. Okay. Ich habe so eine gute Bekannte von mir, Carlotta, die hat gerade Bachelorarbeit abgegeben, ist genau unsere Zielgruppe und die frage ich immer nach Meinung von so Studenten, wie würdest du das sehen? Und das war ganz witzig. Ich habe diese erste Version von der Webseite als One-Pager dem Robert Czarny geschickt mit Inhalten, was meint er damit dazu und hat er super Feedback gegeben. Zum Design sagte, ja, Design ist Geschmackssache und die Inhalte so und so. War super Feedback. Und Carlotta hat Design gesehen, hat gesagt, das könnt ihr nicht bringen. Okay. Sieht aus wie eine alte Fahrschule, ganz ehrlich. Das müsst ihr komplett überarbeiten. Okay. Und da saßen wir erstmal auch da. Okay, da fangen wir von vorne an. Okay. Und als Ergebnis habe ich die Webseite gebastelt, selber tatsächlich. Okay. Und wir kriegen sehr viele Komplimente dazu. Okay, jetzt ist es richtig schön geworden. Ich muss mir das nachher dringend nochmal angucken. Ich bin sehr gespannt. Wo wir gerade dabei sind, warum heißt das Ganze eigentlich Ally Academy? Was ist das für ein lustiger Name? Ja, ich wusste, dass die Frage Ja, wir wollten dem Ganzen ein menschliches Gesicht geben, weil wir wollten nichts mit Optimize, Programmatic, Tech, Yield, was auch immer. Es geht um die Menschen. Die Menschen müssen im Vordergrund stehen. Und das ist eine witzige Geschichte. Ina hat mit Steffen Hopf dazu gebrainstormt. Und er meinte, du, meine Großmutter, ich hieß Ellie. Und sie so, ja, ist ein schöner Name, schöner weiblicher Name. Also wir sind ja zwei Frauen, die das versuchen auch aufzubauen. Warum denn nicht? Und das ist für uns auch als Symbol für so, ja, Menschlichkeit in unserem Tech-Bereich. Ja, tatsächlich. Cool. Ja. Ist tatsächlich, ich glaube, viele andere hätten es tatsächlich irgendwie Performance Academy oder Programmatic Academy oder sonst was genannt. Ne? Aber so ist es auch ein bisschen zeitloser. Ne? Also wie auch immer sich die ganzen Begriffe verändern. Ihr werdet ja auch, eure Lerninhalte werden ja so ziemlich jedes Jahr halbwegs neu erfunden werden müssen. Ne? Da wird sich ja viel dran ändern. Und ob dann Programmatic in 10 Jahren noch das Buzzword ist, wenn ihr hoffentlich weiterhin so erfolgreich seid und in 10 Jahren das Ding riesengroß ist, ist ja vielleicht Programmatic gar nicht so das entscheidende Buzzword, sondern da gibt's ein anderes. Ne? Und dafür ist dann ja so ein Name wie Ally sehr sinnvoll, trotzdem immer wieder mit neuen Inhalten zu füllen. Ja, und da können wir auch verschiedene Kurse anbieten. Und das muss jetzt nicht unbedingt Programmatic-Fokus sein. Warum das Programmatic ist? Weil erstens, ich komme aus dem Bereich, ich weiß, wie schwierig das ist, das richtig zu lernen und das Wissen aufzubauen. Und das sind die gefragtesten Skills auf dem Markt gerade. Und da gehen wir einfach mit.
Ja, finde ich gut. Dann sagen wir auf jeden Fall schon mal, wer das jetzt hier gesehen und gehört hat und sich bewerben möchte, der darf das tun. Auf der Webseite findet man sicherlich bei der LE Academy einen Link, wo man das tun kann. Sowohl ja, man kann es direkt über die Webseite machen. Genau, sowohl als Student als auch, ihr sucht sicherlich auch noch Unternehmen, die euch supporten, ja, die sozusagen dann die Business-Studenten oder wie nennt ihr sie, schicken. Ne? Ja, ja. Kann man alles noch machen, entweder noch gleich im April-Semester oder sonst gibt es wahrscheinlich aber dann ab dem Sommer direkt wieder das nächste, oder? Genau, wir starten dann, also wirklich nach Quartalen gesplittet. Q2 Start, Q3 geht es weiter und so weiter. Okay. Ja. Bin sehr gespannt. Vielleicht darf ich ja auch mal zugucken kommen. Vielleicht kann man da noch was lernen. Ja, bestimmt. Mit Sicherheit. Vielen Dank, Anna. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke alle verfügbaren Daumen dafür, dass das ein großer Erfolg wird und vielen ganz Dank. Viele schlaue Menschen dabei rauskommen, die dann auch alle zukünftig zu D3Con kommen. Danke, Thomas. Viel Erfolg zusammen mit der Ina. Auch an die schöne Grüße. Danke. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören, wie es vorangeht. Vielen Dank. Cool. Schon angemeldet für unser nächstes Event? Wenn Sie auf unserer Webseite d3con.de/Anmeldung den Rabattcode Podcast eingeben, erhalten Sie 50 € Rabatt auf alle Tickets. Wir sehen uns bei der D3Con.